tun. Wo bleibt der Pisser? Ich rufe ihn mal an. Schriftsteller, komm und setz dich hierher. Ob du den Weg hierher gefunden hast, habe ich dich gefragt. Alles gut, Toto. Was soll ich denn hier? Was soll ich mit dir? Hör zu, du Stück Scheiße. Was du nicht weißt, ist, dass ihr alle in 3 Monaten da ausziehen werdet. Ich will bestimmt nicht ausziehen. Du wirst da ausziehen. Ich will ob nicht du willst oder nicht. Hör zu, du Scheißschriftsteller. Du wirst da ausziehen. Nein, Toto, ich zieh nicht aus. Du wirst da ausziehen, hast du uns verstanden? Du wirst doch ausziehen, denn jetzt liegt dieses Scheißstück Scheiße hoch. Okay, Toto. Okay. Aber wo soll ich denn hinziehen? Letzte Warnung. Von mir aus unter einer Brücke. Klargemacht, wie der Fahrplan ist? Wir sind doch hier in der Bank. Jeder Mensch hat doch seinen Preis. Wie ist denn Ihrer? Nee. Wissen Sie was, Schipanski? Ich will gar nichts von Ihnen. Ich habe wirklich eine ganze Menge Probleme. Genauso wie die anderen Leute im Block. Und wir alle zusammen, wir sind viel stärker als Sie. Und Ihr Toto und die anderen Verbrecher. Und wissen Sie was? Sie werden irgendwann im Knast landen. Genauso wie ich vor ein paar Tagen. Dann werden Sie mal sehen, wie das ist. Korrupter Mensch. Aufgrund ihres Traumas stranden und der sich darauf aufbauenden Sozialprobleme. In meiner Seele, Sand fließt durch mein Blut. Werd ignoriert in meinem Lande, werd verleugnet und verdammt in meinem Land. Weitestgehend unbeachtet fand am 28. Mai 2022 in Potsdam der 6. Tag der Einsatzveteranen der Bundeswehr statt. Im Wald der Erinnerung, einer Gedenkstätte für die in Einsätzen ums Leben gekommenen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und ihrer Verbündeter, auf dem Kasernengelände des Einsatzführungskommandos in Schwielowsee, versammelten sich unsere Veteranen, um ihren Verstorbenen die Ehre zu erweisen. Hey, Polizei, stehen bleiben! Stehen bleiben, Polizei! Ganz ruhig, Kollege. Hey, was soll das denn? So, Schnauze, drauf rum zu zappeln. Was willst du denn von mir? Herr Zimmer, Sie sind vorläufig festgenommen.
festgenommen wegen Betrug und Steuerhinterziehung. Ich habe nichts gemacht. Was wollt ihr von mir? Los, Jungs. Festnehmen. Dass der Weg von der Straße, von der Unterwelt, was so viele Menschen romantisieren, immer in so eine JVA führt. Digga, ich war so hart verpeilt, Digga, dass ich sogar das Mikrofon vergessen hatte. Die Versuchungen der Straße lauern ja praktisch an jeder Ecke. Sei es Nightlife, Crime, Drogen. Als es noch Vulkanwerft gab und noch viele Fabriken hier gab. Es gibt immer noch ein bisschen Industrie, aber das ist wirklich, geht ganz schön in den Bach runter. Moin Frankie, salam aleikum. Hey. Entspann dich, ich wollte nur mit dir reden. Hey Leute, ich weiß nicht, warum ich schon wieder hier bin, ne? Aber langsam reicht's. Aber warte mal, entspann dich mal. Entspann dich, wir sind hierher gekommen, mit dir zu reden. Ja. Okay. Denk mal ganz locker. Wie sieht's mit deinem Buch aus? Ja, das ist schwierig mit meinem Buch. Ich bin dabei. Ich will es bald rausbringen, ne? Ja, da bin ich auch wieder flüssig, ne? Ja. Toto hat schon alle anderen vorgewarnt, weil es in 3 Monaten nichts passiert. Wird mit dir kommt was sein. Und du weißt schon, ich bin prominent, ne? Das interessiert uns nicht. Werd mal in deinen Höhenflug mal runter jetzt. Du musst erst einen Bestseller schreiben. Ich habe schon 2 gehabt, das weißt du, ne? Dann wollen wir noch einen 3. haben und zum Stichtag die Kohle haben. Ganz einfach. Ohne Diskussion, ohne weitere Palaver. Das Business ist nicht so einfach. Ich krieg nicht immer gleich Geld. Das muss ich erstmal verkaufen. Frank, verdammte Scheiße. Hier geht's um deinen Arsch, Digga. Von was reden wir denn? Von ein paar tausend Euro. Was meckern die alle rum? Frank, das interessiert den nicht. Das interessiert den verdammte Scheiße nicht. Du sollst dein Buch fertig schreiben und dann bist du raus von dieser Scheiße. Checkst du es nicht wieder aus? Ja, aber Buch ist viel Arbeit. Das geht nicht von Mutter auf Mond. Ja, Alter. Tja, sag ich mal was, ne? Verstehen wir das nicht oder was? Ich stehe gleich auf und zeige ihm das. Wenn er hey, ich soll mal aufschauen. Ich glaube, mal los. Was soll denn der Scheiß? Kann man doch alles in Ruhe regeln. Scheiße, Frank, wir sind hierher gekommen, mit dir zu reden und dir deinen scheiß Arsch zu retten. Und du kommst hier mit in der Scheiße oder was? Was denkt ihr, wie ihr seid? Was denkt ein Toto, wer ist? Sag ihm mal irgendwas, Alter. Warum? Ich fick ihn gleich, Digga. Was soll ich denn sagen? Ich stehe gleich direkt auf, Alter, und klatsch ihn weg, Alter. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Ihr seid so ein scheiß Gangster wie hier. Ich bin Gianfranco Tober. Ist jetzt auf dem Markt, könnt ihr überall bestellen. Alle. Hier habe ich auch meine erste Leiche gesehen. Vier Finger Mexican Style. Danke, dass du gekommen bist. Eine coole Sache. Danke an die Jungs, die mitgekommen sind. Escribiendo mi dicha siempre ando al mando. El tiempo pasa y estaré mimando fuerte cataclismo. Astuta cucaracha, mis palabras son severas, cortantes como hacha. Respeto conceptos cada quien en su mundo opina. Hay buenos say what's up a los parches en la esquina. Si van gane yo fue veneno, sonante como trueno. Mi lírica patrulla narra y a la vez comenta y representa América Latina. Nein, Giovanni, bei mir sieht's richtig schlecht aus mit Geld. Ich hab nichts mehr, die Polizei hat mich doch festgenommen. Polizei? Irgendein Kommando aus Niedersachsen, Bremen, die hab ich festgenommen, die mich einfach brutal mit... Ja, mich, oh, das tut wie immer noch weh, Giovanni. Ernsthaft? Polizei, mein ganzes Geld weg. Ich wollte ihnen doch das Geld geben, wir haben so telefoniert. Ja. Tut mir leid, Giovanni, ich bin erstmal pleite. Ich muss jetzt Bürgergeld beantragen. Mein neues Buch kommt auch nicht raus. Ist so, Giovanni. Wirklich. Ja, Giovanni, wenn ich wieder flüssig bin, ne? Dann melde ich mich bei dir.
Ja, ist doch gut. Lass mir doch einfach mal ein bisschen Zeit. Ich habe schon genug Stress mit Toto. Die haben mich verhaftet. Wie oft soll ich dir das noch erzählen? Nur Stress. Ja, ich melde mich bei dir, wenn ich wieder flüssig bin. Ja, und dann wird das schon. Ja? Alles klar, Giovanni. Bis dann. Ciao. Dass es halt so nicht geht, dass ich das auf jeden Fall machen müsste. Und dann sind sie mit mir los in einen Erotikshop und haben Unterwäsche gekauft. Und abends bin ich dann da in diesem Bordell gelandet. Also in dem Bordell, wo ich gelandet bin, hieß Tropicana. Ja, die ersten Male waren nicht so gut. Ich brauchte immer mehr Drogen, um diesen Schmerz zu betäuben. Viele haben sich beschwert. Und da hat Jan mich dann erstmal eingewiesen, unter Gewalt. Ich habe dann wieder Schläge bekommen. Er hat mit mir geschlafen, hat mir gezeigt, wie man es richtig macht. So stellte sich heraus, dass nicht Musa A., welchen wir in dieser Dokumentation später noch ausführlich behandeln, sondern Jan Sander für die schrecklichen Vorgänge in der Hammerlandstraße verantwortlich war. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den Recherchen zu dieser Dokumentation sind einige Leute an mich herangetreten. Viele wollten mir Informationen geben, die meisten davon habe ich leider abwiegeln müssen, weil es sich doch um Intrigen gegen Jan Sander handelte. Allerdings ist eine Person auf mich zugekommen durch einen Mittelsmann, Ertan Ongun, der auch der Cousin von Türken Musa ist. Und mit dem werde ich mich heute mal ausführlich unterhalten, nicht nur über Jan Sander, sondern über auch die gesamte Zeit damals. Hallo. Hallo. Hallo, grüß dich. Marietta, schön, dass wir heute zusammengekommen sind. Hallo. Das neue das soziale Umfeld ist ja auch ein Problem. Jemand, der im Einsatz war, denkt anders über die Dinge des Lebens in unserer Wohlstandsgesellschaft. Ja, also wer einmal gesehen hat, dass Kinder in Ölfässern auf Müll wohnen, und nicht mal eine Hose besitzen, sondern nur ein zerrissenes T-Shirt und den ganzen Tag irgendwo versuchen, Essenskrümel zu finden, der wird niemals wieder verstehen, warum bei uns ein Kind vom Haribo-Regal anfängt zu plärren, weil die rote Sorte nicht mehr da ist. Das heißt, auch aus dieser Situation heraus ergeben sich Konflikte mit unserer normalen Umwelt. Nein, diese Dinge sind einfach nicht mehr wichtig, weil man den Dreck der Welt gesehen hat. Und man hat nicht die Frage gestellt, wie wirken sich Einsätze mit all dem, was die Menschen dort erleben können, wie wirkt sich das auf den Menschen und auf die Gesellschaft an sich aus? Und so hat man sich nicht gekümmert. Tief im Dunkeln, tief im Sand, ausgehöhlt und ausgebrannt, meine Seele und mein Herz, für meinen Brüder ihren Schmerz, treu gedient und doch verloren, unter den Teppich und verholt. Werfen drüber das Gewand, tiefes Schweigen und Verbannt. Wie Stefan Brooks gehört auch Jesse Cole zu den Kulturschaffenden, die sich in der wachsenden deutschen Veteranenkultur engagieren. Im Rahmen einer Veranstaltung in der Villa Schützenhof in Berlin wurde das Buch Anna Ram, Endloses Licht, vom Schriftsteller Stefan Brooks und Katharina Lehmann vom Café Viereck in Berlin vorgelesen. Das Buch beinhaltet verschiedene fiktive Kurzgeschichten, die während des Bundeswehreinsatzes im Afghanistan-Krieg spielen und ineinander fließen. Das war zuerst ein sehr persönlicher Text, den ich gar nicht vorhatte zu veröffentlichen. Das ist einfach privat entstanden, aus einer persönlichen Bekanntschaft heraus, dass ich mich mit diesem Thema Bundeswehr beschäftigen wollte und musste. Da hat es dann bei mir so Klick gemacht. Bleibt zu hoffen, dass der 7. Tag der Einsatzveteranen der Bundeswehr mehr Beachtung finden wird.
Elefant in meiner Seele. Sand fließt durch mein Blut, bin ignoriert in meinem Lande, werd verleugnet und verdammt. Also ich würde den Leuten mitgeben, dass sie sich an eine Sozialpädagogin wenden oder falls sie schon ein komisches Gefühl haben in der Magengegend, dass sie sich auf jeden Fall von diesen Menschen fernhalten. Ich will hier einfach nur raus. Du bist nicht der Erste, auf den ich treffe. Ich fing an, meine Geschichte zu erzählen. Da war ich Priester unbewaffnet. Aber wozu rede ich? Wir müssen hier raus. Vergiss es! Hier kommen wir nicht raus. Was mich nur beunruhigt ist, dass du eine Knarre hast und nicht nur einen scheiß Baseballschläger. Was soll das heißen? Siehst du hier irgendwo einen Schießstand oder ein abgefucktes Baseballfeld? Also müssen diese Gegenstände hier doch einen anderen Zweck erfüllen. Und glaub mir, das wird nicht Spaß. Du solltest vorgehen. Warum ich? Ich kenne mich hier nicht aus. Witzbrot, ich kenne mich hier auch nicht aus, aber du hast die scheiß Knarre. Das Geld. Willst du mich verarschen? Was ist los? Wusstest du, dass laut einer kanadischen Studie sinkt bei regelmäßigem Verzehr von 2 bis 4 Portionen Käse das Risiko von Diabetes Typ 2 und der Fettsucht? Also, willst du mich verarschen oder willst du mich einfach nur umbringen? Was ist dein Problem, ha? Problem ist, was ist in der Tasche? Das, was du bestellt hattest, Mann. Burger. Wir sind Hamburger. Ich wollte Burger mit Käse. Mit Käse. Wer ist denn heutzutage noch Burger mit Käse? Ich esse Burger mit Käse. Hast du damit ein Problem? Oder willst du sagen, ich habe keinen Geschmack? Nein. Alles gut. Alles gut. Ha? Pass auf. Was hältst du davon, wenn ich 10% runtergehe vom Preis? Ha? 15. Okay. Und 2 Pakete extra Käse. Nicht dein Ernst, oder? Okay, und 2 Pakete extra Käse. Ja, doch. Gute Frisur. Geht dir. Echt? Danke. Habe ich in der Zeitschrift gesehen. Musste ich haben.